Es wird ein Hauen und Stechen. Argentinien steht vor WM-Quali aus. Der zweifache Weltmeister Argentinien droht nach einem 0-0 gegen den direkten Konkurrenten Peru erstmals seit fast 50 Jahren wieder eine Fußball-Weltmeisterschaft zu verpassen. Das Team um Superstar Lionel Messi vom FC Barcelona fand kein Rezept gegen die Defensive der Gäste. Messi scheiterte in der 46. Minute am Pfosten. Ein ganzes Land hatte dem Spiel entgegengefiebert. Auf Wunsch des neuen Nationaltrainers Sampaoli, im Mai für rund 1,5 Millionen Euro vom FC Sevilla losgeeist, war das Spiel in die berüchtigte Bombonera, Pralinen-Schachtel, verlegt worden. Das Stadion der Boca Juniors erzeugt durch seine Enge und die steilen Ränge eine besondere Atmosphäre. Eigentlich sollte das Spiel im weitläufigen River Plate Stadion, Spielort des WM-Finales 1978, stattfinden. Es gibt noch Hoffnung. Als derzeit Sechster wäre Argentinien nicht in Russland 2018 dabei. Am Dienstag muss das Team von Trainer Jorge Sampaoli am letzten Spieltag in Ecuador antreten. Peru liegt dank der besseren Tordifferenz weiter vor Argentinien und kann sich erstmals seit 1982 wieder für eine WM qualifizieren. Zudem zog Chile durch ein 2-0 gegen Ecuador vorbei. Die ersten vier qualifizieren sich direkt für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland. Der fünfte kann sich über zwei Playoff-Spiele gegen Ozeanien-Vertreter Neuseeland noch qualifizieren. Qualifiziert ist bisher nur Brasilien, 38 Punkte, dahinter liegen Uruguay, 28, Chile, 26, Kolumbien, 26, Peru, 25, und Argentinien, 25. Zudem hat Paraguay, 24 Punkte, durch ein 2-0 in Kolumbien auch noch Chancen. Damit kommt es zu einem Herzschlagfinale am letzten Spieltag. Chile spielt in Brasilien, Peru zu Hause gegen Kolumbien und Paraguay gegen Venezuela. Argentinien hat bisher einmal eine Weltmeisterschaft verpasst, durch ein 2-0 gegen Peru, am letzten Spieltag der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 1970.